Mögen die Götter mich schützen! Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Mach sie schmerzlos. Auf in den Sieg! Nah. Ich bin müde. Wir müssen rasten. So. Ich muss mich bald ausruhen. Ich glaube, so einen Trank haben wir schon mal gesehen. Ja, genau, so ein Schwarzbräu. Und das hier ist wieder ein Wendigkeitstrank, genau. So, was ist hier drin? Geld und Schriftrollen und noch Trank. Sag, was du weiter. Wie kann es soll geschehen? Mögen die Götter euch gnädig sein. Dein Befehl, es soll geschehen. So, ist hier drin noch was? Nein, hier drin ist nichts mehr, okay. Ja, gewiss. Das heißt, den Turm haben wir auch fertig. Sofort. Sofort. Also bleibt uns jetzt nichts anderes zurück übrig, als zu rasten. Des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Und den Shivaras-Turm oder Shivarash-Turm wieder hochzugehen. So. Vorwärts. In Ordnung. Ja, das ist die verbarrikadierte Treppe. Und ihr hängt da alle fest. Vorwärts. So, die Brücke. Die hat nichts Besonderes. Okay. Was ist los? Ich tu's. Dass hier einfach die Tür aufgeht. Beunruhigt einen ja gar nicht. Ich werde tun, was ich kann. Sehr gerne. Ich hätte, würde gerne einen Feuerball da reinwerfen. Infantus Vulcan Imperium. Hängst du fest? Ja. Infantus Vulcan. So. Sag, was du von mir gewiss. Spür meine steinerne Klinge. Ich mach mir mein stinkende Wolke, okay. Ja, wo, pass mal auf. Wie kann ich einverstanden? Oh, ein Kampfstab. Trank der Klarheit. Evans Tagebuch. Hm.
Oh, jetzt ist der Behälter voll. Okay, Wains Tagebuch. Kannst du die mal identifizieren? Nein. Stab der Hand. Gefertigt im goldenen Zeitalter der Zusammenarbeit zwischen Elfen der Hand der Sedarin und den Zwergen von Dorntief. Dieser Stab wurde mit größter Sorgfalt geschnitzt, geformt und anschließend auf einer ganzen Oberfläche mit elfischen Runen versehen. Obwohl die meisten Zauberer der Hand es vorzogen, nicht in Nahkämpfe verwickelt zu werden, trugen sie den Stab als Symbol der Macht und Einheit. Ja. Dein Befehl gewiss. Hier drin ist nichts, so wie es aussieht. Und dann haben wir noch drei Türen. Oder Glock. Okay, ist zum Glück nur eine... Ja? Brauchst du mich? Ja, ich brauch dich mal, um Tarnin zu heilen. Sag, was du von mir willst. Okay, was ist hier? Also ja, wir haben nachher definitiv Tränke zu verkaufen. Dein Befehl? Wie lautet deine Aufgabe? Nein, nicht der Zauber, der Zauber. Vita Mortis. Ah, und wir sind im Labellas-Turm. Weil man sieht von hier aus ganz gut, dass da unten das Zertrümmerte ist. Und hier? Noch ein Ionstein. Okay, was kann Sag, der was dann wohl Tolles? Der kann gleich was zu dir. Unsichtbarkeitstrank. Magiewiderstand 5%. Ja, dafür, dass man den am Kopf tragen muss, ist er jetzt nicht ganz so prickelnd. Kann ich helfen? Wie kann ich... Einverstanden! Dein Befehl sofort! Okay, das hier ist eine Bücherei. Eine verdammt schicke Bücherei. Muss ich ja schon sagen, auch wenn sie gerade nicht aufgeräumt ist. Hallo Kustanos. Psst, wenn ihr bleiben wollt, dann seid ruhig. Ihr seid an einem Ort des Wissens und des Lernens. Ich bin Kustantos, der Bibliothekar. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber welcher normale Mensch würde in dieses verlassene Hölle noch kommen wegen eines Buches? Ich würde gerne sehen, was ihr für Bücher habt. Vielleicht komme ich später vorbei, um etwas zu lesen. Macht's gut. Was für Bücher habt ihr denn? Schaut euch hoch hier in der Bibliothek um und sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas gefunden habt, was ihr sucht. Oder wenn euch etwas interessiert. Ja, ich würde gerne die Mythfall-Theorie lesen. Mögt ihr alles lernen, was es euch zu bieten hat? Wollt ihr noch ein anderes Buch ansehen? Ja, was hast du denn? Verehrung der Hand, Steinfresser sind sie nicht. Die Überlieferung von Corena und Larifei, das Buch über Shevaras. Das Buch über Sehanine Mondbogen. Das Buch über Labellas Enoref. Das Buch über Soluna Tilandria, Ehemanns Kompendium, die Ökologie des Halbhorns, Regeln der Ausbildung in der Hand der Sedain, Hypogriff, Reiter der Hand, das haben wir ja schon. Moment nicht, danke.
Also ja. Die Mythal-Theorie, abgesehen von Shen von Melka, abgesehen von den Hochmagiern, kennt niemand die wahre Natur der Mythale, ganz gleich wie versiert sie in der elfischen Altertumskunde und in den alten und neuen Diskursen über die magische Theorie sind. Viele glauben, ein Mythal sei etwas Lebendiges, ein gigantisches Netz magischer Kräfte, das durch Magie und die Lebenskraft ihrer Anwender zusammengehalten wird. Sie nehmen an, ein Mythal würde sich auf die natürlichen Mechanismen in und um es herum stützen, vom Wind bis zur Strömung eines Flusses oder einer Temperaturschwankung, durch die Energie der Sonnenstrahlen. Aufgrund zur engen Verbindung mit dem Leben und mit Ferun können Mythale wohl kaum normale Zauber sein, ganz gleich, was in der Vergangenheit darüber gesagt worden ist. Mephale und ihre Magie sind direkt mit dem Gespinst verbunden, der Quelle aller totalitorialischen Magie. Ja, Ferun, Kontinent, Torial, also Toril, die Welt. Ja, jetzt haben wir dieses Buch doppelt. Und ja, die Mythal-Theorie, das ist ja eine Aufgabe. Genau. Die wir hier noch in Kuldaha haben. Einverstanden. Deswegen habe ich das Buch mitgenommen. Vorwärts. Und da haben wir auf jeden Fall Larel und Gellarif. Befreit mein Volk. Astrolabium wirbelt. Endlich finden wir euch. Wir brauchen eure Hilfe mit dem Herzstein. Befreit mein Volk. Astrolabium wirbelt. Ich sehe, wir müssen später wiederkommen. Lebt wohl. Gut, das Astrolabium ist das ganze Ding hier. Dann reden wir mal mit ihm hier. Verdammte Maschine, ich krieg das Ding nie wieder hin. Darf ich fragen, was mit ihr los ist? Wer seid ihr? Gar, ihr steht mir meine Zeit mit dem Geschwätz. Ich heiße Geralif. Als ich noch am Leben war, ist dieser Haufen Mülleimer ein Astrolabium gewesen, das ich selbst konstruiert und gewartet habe. Ihr habt das Astrolabium gebaut? Das habe ich. Larel hat mich mit dem Entwurf und der Konstruktion dieser Maschine beauftragt. Die Zauberer haben ein Gerät benötigt, das sie bei der Erforschung der Sterne und der Monde unterstützt. Jetzt taugt es nur als Staubfänger. Vielleicht hat Larel bei dieser Sache den Durchblick? Habt ihr mit ihm gesprochen? Er wettert nur noch vor sich hin. Ich werde aus ihm nicht schlau. Er ist längst nicht mehr der edle Elfenzauber, der einmal gewesen ist. Was hat euch nach dem Fall der Hand hierher verschlagen? Ich weiß nur noch, dass während der Verteidigung der Hand ein Pfeil meinen Rücken durchbohrt hat. Als ich aufwachte, befand ich mich in diesem entsetzlichen Zustand. Jetzt habe ich meine Zeit damit, eine Möglichkeit zu finden, wie ich diese verdammte Maschine reparieren kann. Vielleicht kann ich euch später helfen. Lebt wohl. Gar, diese teuflische Maschine hat wohl für immer den Geist aufgegeben. Khaleesi hat mir dieses Maschinenteil geschenkt. Vielleicht ist es das, wonach ihr sucht. Lasst mal sehen. 24.000 Erfahrungspunkte und wir haben einen Gegenstand verloren. Holt mich da ab und ihr könntet recht haben. Wenn ihr noch mehr Teile findet, lasst es mich wissen. Ansonsten kommt vorbei, wenn ich das Teil eingebaut habe. Dieser Teil stammt aus dem Solonatum. Könnt ihr damit die Maschine reparieren? Lasst mich mal sehen. Um mich da abgrund, ihr könntet recht haben, ja. Ich habe dieses Teil in einem der Kriegsräume gefunden. Vielleicht kann es euch vom Nutzen sein. Oh, 35.000. Ja, ich habe dieses Teil einem untoten Schatten in der Hand abgenommen. Es scheint zu dieser Maschine zu gehören. Und nochmal 35.000. Um mich da abgrund. Ich schaue wieder vorbei, wie ihr es eingebaut habt. Und Stufe erhöhen. Und die Maschine tut wieder. Ist etwas nicht in Ordnung? Also, Stufe erhöhen. Keine neue Fähigkeit, aber erster, zweiter und fünfter Grad Priesterzauber und 10 Punkte. Und Stufe erhöhen. So, machen wir das. Und
Priesterzauber. Bei ihr erste Stufe. Machen wir nochmal Furchtbannen rein. Nee, machen wir eine Rüstung des Glaubens rein. Hier könnten wir eine göttliche Macht reicht. Gift verlangsamt könnten wir eigentlich mal wieder rauswerfen. Haben wir eh nie gebraucht. Noch eine Stärkung können wir reinnehmen. Und eine Heilung. Ja. Hier haben wir eh nichts Neues. Hier auch nicht. Und hier haben wir einen zusätzlichen Slot. Da wäre der Flammenschlag. Damit könnten wir Tote wieder wecken.